Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Sedukin und der Tier Challenge. Und ja. Es nähert sich halt nicht unter. Ist eigentlich, also ja, Déjà-vu hoch 2000. Also. Das ist unser General wird angegriffen. Eigentlich immer dasselbe. Immer dasselbe. Geh. Genau. So. So, ein bisschen Vorsprung können wir da auch. Ja, ja. Sehr schön, wurde befördert. Dann tun wir den mal hier. Männer wanken. Die beiden tun wir hier hin. Und das gleiche Spiel nochmal. Von vorne. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Einfach dran vorbeigehen. Das ist nur ein Pferd. Einfach hier rein. Bisschen trampeln. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Genau. Gepanzerte Elefanten! Wie lauten eure Befehle? Gut. Und jetzt warten. Sehr schön. Wohin gehst du? Ja, das könnte problematisch sein jetzt. Ja, lässt den einfach alleine, ne? Mein lieber Herr. Ja, rottet immer noch. Und der wird allein gelassen von ihm. Von ihm, aber an sich müsste der doch jetzt langsam aufhören zu heulen. Eine unserer Einheiten ist der Raserei. Na also. Oh ja, du bist ein bisschen zu spät, du Dödel. Wieso jetzt schneller, du? So. Gut, das könnte es jetzt gewesen sein. Unser General ist gefallen. War das andere wirklich mega Glück. Weil, also, das andere war Glück.
dass die normal geroutet sind, sag ich mal, und einfach alle angegriffen haben. Also vor allen Dingen die Feinde, weil ich hatte ja da nichts. Aber dass mein General jetzt komplett weggegangen ist. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Alter, also das war mega unlucky. Ja, okay. Irgendwann muss das ja vorbei sein. Aber ich dachte eigentlich, dass wir das jetzt easy gewinnen, weil wir mehr Elefanten hatten als das letzte Mal. Und der hatte eigentlich genau dasselbe wie letztes Mal, eigentlich. Aber okay. Ja nun. Wer ist das? Rebellen. Ja, schauen wir mal. Ich bin immer so... Nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht zu schauen. Ich bin jedes Mal so verwirrt, warum ich jetzt so wenige habe. Aber ja, nun, die werden halt nicht rekrutiert. Ich habe halt keine Einheiten. Beziehungsweise ich habe keine Kohle. Ich hätte die holen müssen. Ich habe halt keine Kohle, um die wirklich zu bezahlen, ne? Unser General wird angegriffen! So. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. No. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, ja, das ist, ja. Wenn sie orange gewesen wären, das wäre noch in Ordnung gewesen. Also wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber ja, die alleine hätten alle erobert so. So, ja. Ja, Bankrott und Verschleiß, Nahrungsmittelknappheit. Ja. Wow. Ob ich da noch raus kann, rauskomme, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen, ob ich das noch schaffe. Ja, der geht jetzt irgendwo hin, oder? Genau, die werden nächste Runde erobert. Zwei Runden noch. Steuersatz. Machen wir mal einen Steuersatz. Ja, ernsthaft. Schaffen wir es noch? Ich weiß es nicht. Die Leitung, warte mal. Die kommt nicht dahin. Nein, ich kann nicht. Kann ich euch denn nicht.
Ich hätte vielleicht, ja, vielleicht hätte ich mit dem, hätte ich hier reingehen müssen und mit dem dann die erobern müssen. Uiuiuiui. Das ist echt ziemlich krasser Scheiß hier. So heftig hatte ich's. Also ja, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich bin gerade so fasziniert davon, dass dass man auch verlieren kann. Ich habe also noch keine. Ich habe bis auf die eine, das war die erste legendäre, die ich gespielt habe. Da habe ich wirklich. Da musste ich neu starten. Da musste ich neu starten, weil da Bankrott war und meine ganzen Armeen wurden von Feinden, also von anderen Familien übernommen und so. Und ach, das war dann alles auf einmal und man, ja. Und da habe ich dann sogar einmal verloren. Aber sonst, ich meine, ich spiele Rome 2 seit es rauskam. Okay. ...2000 gegen 500. Ich überlege gerade, ob ich das versuchen soll. Ja, es kommt halt immer sehr, sehr, sehr stark auf die Stadt an. Und halt sehr, sehr stark auf den Gegner an. Was der so macht. Ach, die ist es, ja, okay. Ja, das möchte ich dann tatsächlich versuchen. Das möchte ich dann tatsächlich versuchen. Wieder mit der Kavallerie. Weil die Kavallerie, wie gesagt, die kann sehr viel ausmachen. Was hatte denn Steinschleuderer? Steinschleuderer. Und das war's. Und sonst nur Freiherr Warner und die Schwerter. Unser General wird angegriffen. Ja, aber deren General auch. Okay, normale Geschwindigkeit bitte. Ich tue die, ich bringe die mal schon in Formation. In Formation, in Position meine ich natürlich. Natürlich. Oh. Das ist schon mal sehr gut. Und auf jeden Fall ein kleines Malus. Kleinen Malus. Okay. Weil Herbanner. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, der hindert mich gerade sehr gut dran, irgendwas Cooles mit meiner Kavallerie zu machen. Herr
Also die da kann ich gerade getrost ignorieren. Okay, einen Charge mache ich. Oder ernsthaft? Der fesselt mich jetzt? Und was denn? Wow. Der hat mich jetzt wirklich gefesselt, der Blöde. Die schießen auch nicht wirklich schnell. Aber ich lasse die mir jetzt mal selbst schießen. Gut. Ja, die Adelskavallerie ist halt sehr viel besser als meine. Die haben sich hier auch irgendwie festgefahren. Wieso spielt er bei denen jetzt nicht so dumm? Der ist gar nicht so dumm hier. Das ist echt nervig. Krummel. Die halten auch nicht mehr lange durch. Das war schon mal gut. Das war schon mal sehr gut. Ah, wieso stopft er die nicht auch da rein? Jetzt bricht er hier durch. Seine Kavallerie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Ja, okay. Nee. Gut, aber dass er seine Kavallerie am Anfang nicht weggeschickt hat. Oder unsere Männer nicht fliehen in meine, vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Unsere Männer fliehen vor nicht in meine Pikiniereinheit reingeschickt habe, wie die normalen KIs das so machen. Das hat es mir dann sehr, sehr schwer gemacht.
Aber ja, also. Puh. Der greift jetzt an. Gut, 500 erste. Zählt auf euch. Macht Papi stolz. So, ist neblig. Das ist natürlich super. Okay. Ich mache etwas, was man eigentlich selten macht. Hier raus. Ich mach was, was man seltener macht. Ich gehe raus. Nee, und zwar. Und zwar werde ich mit denen werde ich versuchen, hier ein bisschen was zu machen. Beziehungsweise. Das hatte ich die auch mit draußen. Es sind halt Elefanten, die Rang 8 sind. Ja, noch nicht. Gut. Aber ich will auf jeden Fall, dass meine... Türme und meine Schützen ihre kompletten ihre komplette Munition verschießen kann. Gerade gar nicht helfen, wie er damit umgehen soll. Ne? Wie lauten eure Befehle?
Unser General ist gefallen. Ja. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. So, dann tschüssi. So, ja nun. Die 501. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Weg. Das ist ein schändlicher Anblick. Mal schauen, ob der das dann checkt, wie er die... wie er die Leitern nochmal benutzen muss. Also hier kommt er nicht vorbei. Ja, Kriegselefant, du gehst mal weg da. Versuch zu überleben. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Oder auch nicht. Ja, er checkt es. Dammit. Eure Befehle, mein Herr! Speerträger! Schnell vorrücken! Uiuiuiuiui. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Ich wollte mal wissen oder sehen, ob das irgendwas gebracht hat oder ob das irgendwas bringt. Werde ich das überleben. Die Frage ist, ob ich es auch überlebt hätte, wenn ich nicht rausgegangen wäre. Weil der wäre dann hier, hier, hier und hier reingekommen. Ich hätte mich dann hier aufstellen müssen. Also an sich denke ich, unsere Männer fliehen vor der dass das jetzt dass das eine ziemlich riskante Taktik war. Ich wollte jetzt mal sehen, ob es klappen würde. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay.
Ich verliere sie tatsächlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, ich verliere die Schlacht. Stopp mit der Geschwindigkeit. Wow, 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 wow. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Der Feind hat die Tore eingenommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. General ist tot. Okay, ich schaff's nicht. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Alter. Gut, Pyrrhus-Sieg auf jeden Fall. Ja. Ich lasse das trotzdem mal drin. Also, ich habe mir gerade überlegt, ob ich das einfach neu starten muss oder soll. Okay, machen wir es so. Wenn ich weiß gerade nicht, ob ich das gespeichert habe. Weil wenn ich es gespeichert habe, dann versuche ich es neu. Mit einer anderen Taktik, die nicht so aggressiv ist. Weil wenn jetzt der andere angreift, dann habe ich ein Riesenproblem. Also, dann hätte ich ein Riesenproblem. Genau. Gut. Also, ja, es ist sowieso jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, Hinterhalt auch noch. Ja, wunderbar. Das ist toll. Gut. Dann, ja, es ist egal, was hier war, weil wenn ich jetzt schnell speichere, dann ist die Armee, dann ist die Schnellspeicherung eh weg. Gut. Dann, oder ich speichere so. Na gut, das schauen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.